unglaublich, aber wahr. Sie sind da. Super, super. Und da ist der Stiefelbier schon. Das Ritual darf nicht abreißen hier. So, für alle, die sich Sorgen gemacht haben. Wir haben jetzt kurz nach eins. Alle sind wieder da. Wir sind vollzählig. Guten Morgen. Sitzt hier am runden Tisch. So, so. Grüß Gott. Unsere Helden sitzen jetzt hier am Tisch. Es war auch für sie eine kurze Nacht, aber sie konnten etwas Schlaf finden. Also man kann sich gar nicht genug satt sehen von dieser wunderschönen Sicht, die man hier hat. Oder, Carsten? So, wir wünschen uns heute einen wunderschönen, erlebnisreichen Tag ohne Unfälle. 282 Kilometer und Next. Oh, einen schönen guten Morgen. Tag 5. Ein wunderschöner Blick. Wir sind alle dran. Ja. Na dann. So, Freunde, jetzt geht's wieder drauf auf dem Jurus Veti. Beziehungsweise wir sind erstmal Richtung Eingang unterwegs. Wir sehen schon wieder hier diese herrliche Straße mit diesen wunderschönen Ausblicken. Mal da runter. Okay. Alles gut? Okay. Servus. So, auf geht's auf den Sveti Jure und Action. Irre, wer hier oben alles ist, ganz stark. Radfahrer, alle, Pkw-Fahrer, jeder kommt hier hoch. Das ist total irre hier. Ist das geil hier oben, ist das nicht geil? So, da stehen sie alle, die Waldebuden. So, Rainer, hat es dir bisher gefallen? Das war erst der Anfang. Cool. Ja. Wir müssen da über den Berg und dann noch höher. Okay. Willkommen! So, schaut euch das an. Ja, wer sich erinnern kann, das ist schon immer wieder unangenehm, wenn man hier auf Glas entlang läuft und so ein bisschen geht der Kackstift, muss man ja sagen. So, ihr seid aber echt mutig hier. Ich hab euch mal, wie das runtergeht. Bitte nicht mein Handy hier runterwerfen. So, also Leute, es war schön mit euch hier oben auf dem Skywalk. Und guckt euch das an. Ist das geil oder ist das nicht geil? So gemütlich, so schön hier durch die Natur zu fahren. So, da oben ist er schon, unser Jurus Veti. Wow, da ist er. Guckt euch's an, da oben. Da steht die Spitze. Ein Traum, ein Traum. Ein Traum, wieder hier oben zu sein, ehrlich. Ah, ist das schön. Da ist er, unser Turm. Da steht ein ganzer Pracht. Einpackmanöver hier auf dem Jurus Veti, Sveti Jure. What the fuck? Wir haben es geschafft. Da ist er, unser Phallus. Wo seid ihr denn? Wir sind
hier. Ach so, am Sveti Jure, Leute. Ja, 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 und das ist der Blick hier. Ja, der führt uns hier zu tollen Orten. Flebe der Walle. Ein Hoch auf die Eltern. Ja. Schön wieder hier zu sein, nach 13 Monaten. Wenn der Axel einen verführt, dann muss man auch nach Berge steigen. Auf, du junger Wandersmann. Ja gut, ich habe 10 Kilo zu viel drauf. So, das war unsere Runde hier oben. Ja, dann machen wir auch los wieder. Ah, ist das herrlich hier, Leute. Der Juri Sveti ist einfach geil! So glückliche Menschen überall! Allergiker. Ja, und du bist auch fein. Frage, Bembel, gibt es irgendeinen, dem es da oben nicht gefallen hat? War furchtbar. Becker. So heißt das hier, ein kroatisches Gericht. Und uns schmeckt es mal wieder richtig gut. Super. Gute Wahl übrigens, sehr gute Wahl. Tja, da bittet jemand um Einlass. Wie ist denn dein Name? Also meiner ist Axel. Oh, nicht so schön. Das war schön hier oben. Es geht weiter. Weiter Richtung Süden. Dubrovnik ist heute das Ziel. So, hinter uns liegt eine fantastische, glatt gepuderte Kinderpiste. Das sind die von letzter Nacht. 800 Kilometer stecken da drin. Von Zagreb bis nach Omis. Unfassbar, dieser Kerl. Also es ähnelt schon einer Belagerung, was diesen Markt betrifft. Ihr seid super, schalalalala, ihr seid super, schalalalala. So, 40 Kilometer noch bis Dubrovnik, auf! Also schöner kann es ja gar nicht mehr werden, Leute. So, wer jetzt ganz aufmerksam ist, der wird Dubrovnik sehen. Ja? Also wir haben es gleich geschafft und dann ist ein Ruhetag.
gefällig. Fühlst du dich denn unruhig? Ich freue mich auf den Ruhetag. Tatsächlich, ja. Und da haben wir am Tag 5 Dubrovnik erreicht. Hier ist die markante Brücke, da hinten sind auch schon die Schiffe im Hafen. Angekommen. 18.45 Uhr etwa. Ja, servus. Ich habe dich auch heute Morgen schon mal gesehen. Ja. Ja. Ach, so kann man es aushalten hier in Kroatien. Es gibt echt Schlimmeres. Trollala, dem Spender sei ein Trollala. Trollala. Das war doch gar kein Trollala. Trollala. Lacroma Dubrovnik. Hier kostet die Nacht 200 Euro. Wusstest du das schon? Von der Lobby zur Aussichtsplattform. Ja. Ja, man könnte auch ein schlechteres Hotel finden, denke ich mal, in Dubrovnik. Aber das hier ist definitiv eine geile Anlage. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil du machst uns verrückt. Und wir können das hier morgen noch einmal genießen. So, Carsten. Unglaublich, wir haben unser Zimmer bezogen. Und wir werden jetzt mit dem Walle essen. Ja, genau, das ist der Plan. Jetzt geht es aber erstmal in den Fahrstuhl. Ja, drücken wir drauf. Also lieber Walle, jeder hat hier einen fantastischen Blick in diesem Hotel. Es ist wieder deutscher Sozialbaustandard. Ja. Tut mir leid für das viele Geld, was ihr bezahlt habt. Kommen Sie mit da. Kommen Sie rein. Nummer eine Rose kaufen? Karazzi hier. Steig ein. Steig ein. Auf zum Happy Happy machen. Ja. Und jetzt kehren wir ein ins Kumin-Restaurant. Oha, jetzt wird aufgefahren hier. Hier gibt's Chicken. Tintenfisch. Chicken. Chicken gibt's hier. Wer hat den Chicken? Chicken? Hühnchen? Hier wird gearbeitet. Fassbar. Ah, jetzt habe ich den Hummer gar nicht drauf. Ist ja schon weg, Rainer. Ja, oder was das war? Ein Oktopus. Oktopussi. Ein Oktopussi. So, und jetzt kommen wir zur Abrechnung. Jetzt wird wieder Geld gesammelt hier. Kuperto müssen wir hier auch zahlen. Also es ist schon bald Mitternacht. Und die Augen werden immer tiefer und morgen um 7.30 Uhr müssen wir wieder raus. Ja, und so sitzen wir dann um 1.30 Uhr noch hier. Um 7.30 Uhr wollen wir alle wieder aufstehen. Der Carsten ist auch schon weg. Also.